So, hallihallo, willkommen zurück bei Mass Effect 2, wieder mit mir im Punkt. Oh Gott, wir sind so wieder voll in Action hier. Wir müssen weg. Die Hangartüren sind verriegelt. Müssen wir auf die altmodische aböffnen. Ja, das schaffen wir schon. Türen bleiben mir nie lange verschlossen. Ha, komm. Dich kriege ich, mein Freund. Hä, mit der Schrotflinte ins Gesicht. Das Ding will ich explodieren, okay. Dann machen wir es mal so. Zack. Erste Verriegelung aufgehoben. Erlösen des Siegels 1. Oh, sie hat doch ein paar Fähigkeiten. Gut zu wissen. Überladung. Ich glaube, das ist eine ganz schlechte Deckung, wo ich mich gerade befinde. Stirb, Materiana! Boah, was ist denn? Sie wertet sie auf ihre Rasse ab. Oh, das sage ich auch immer oft. So, die werden dann auch erstmal aus dem Weg geräumt. So, ich weiß jetzt nicht, ob ich sie von hier schon treffen kann. Weil hier kommen jetzt noch ein paar schöne Gefängniswächter, genau die Typen. Ich versuch's einfach von hier zu treffen, damit die es wirklich schnell. So, geht doch. Schnell, Doktor, wir müssen hier weg! Ah, Pussy! Das hätten wir locker geschafft, keine Sorge. Naja, was soll man machen? Alles Niedermetzel. Pam! Na, geht der erste weg. Ich bin nur nicht. Ich komm nicht. Ah! Entdeckung. So. Setz doch endlich mal deine Fähigkeit ein, Mädel. Pam, das wird doch noch viel leichter. Das hätte mir auch. Naja, gut. Sie war ja mit Hacken beschäftigt. Aber es hätte mir weitergeholfen. So, das waren jetzt aber hoffentlich alle. Ich wollte noch ein bisschen Munition aufsammeln, ne? Ja, Munition, ja. Und oh, was haben wir denn hier? Ach, hier waren wir schon mal. Ach, hier ist der Fahrstuhllift. Ah, ich sehe, wo wir sind. Das Shuttle ist hier reingeflogen, wo ich mich schnell verpisst habe. Ah, da liegt noch ein bisschen Munition. Zack. Rein da und weg hier. Los, springen Sie rein. Wir haben keine Zeit zum Vertrödeln. Oh, die haben zu lange gewartet. Ja, Pech für euch. Weg. Brennt. Noch einen richtigen krassen Burnout. Hingelegt. Oh Mann, der wäre schlecht. Aktiviere Autopilot. Wir müssten längst aus Ihrer Reichweite sein, wenn Ihr Sicherheitssystem wieder online ist. Sie glauben, die werden Sie verfolgen? Ich gehe kein Risiko ein. Batarianer mögen keine Menschen, die ihre Massenportale zerstören wollen. Das kann ich mir gut vorstellen. Die Vorwürfe gegen sie also wahr? Nun, um ehrlich zu sein, ist das nur die halbe Geschichte. Meine Leute und ich wollten Gerüchten auf den Grund gehen, dass im Außenbereich dieses Systems Reaper-Technologie zu finden sei. Ich nehme an, Sie haben etwas gefunden. Wir haben einen Beweis gefunden, dass die Reaper in diesem System ankommen werden. Und dann werden sie sein Massenportal benutzen, um durch die Galaxie zu reisen. Wir nennen es das Alpha-Portal. Von hier aus können die Reaper überall in der Galaxie einfallen. Also haben sie beschlossen, es zu zerstören. Genau. Das würde die Reaper-Invasion verhindern. Selbst mit ULG würde es Monate oder Jahre dauern, bis sie das nächste Portal erreichen. Wir haben etwas geplant, das wir nur das Projekt nennen. Wir wollen einen Asteroiden, der in der Nähe liegt, in das Portal lenken und es zerstören, bevor die Reaper hier sind. Die Explosion würde natürlich mit großer Wahrscheinlichkeit das gesamte System vernichten. Was? Das können Sie doch nicht wagen. Wie wollten Sie denn einen Asteroiden in ein Massenportal lenken? Um einen Asteroiden zu bewegen, braucht man nur Schub und ein Lenksystem. Und beides ist in den Bergungslagern von Omega erhältlich. Mit genügend Energie und der richtigen VI zur Steuerung muss man nur noch zielen und abdrücken. Klingt einfach. Ich dachte immer, Massenportale seien unzerstörbar. Das habe ich auch gehört.
aber vermutlich nur, weil niemand herausfinden will, was geschieht, wenn es tatsächlich dazu kommt. Und, naja, wir hatten vor, einen kleinen Planeten mit hoher Geschwindigkeit in das Ding zu jagen. Unseren Berechnungen zufolge müsste das mehr als ausreichen. Schön. Ist das Projekt noch einsatzfähig? Ich denke schon. Wir standen einen Knopfdruck vor dem Auslösen, als die Batterianer mich verhaftet haben. Warum glauben Sie, dass eine Zerstörung des Massenportals das gesamte System vernichten würde? Massenportale sind die stärksten Masseneffektmaschinen in der bekannten Galaxie. Die Energie, die bei der Zerstörung eines Portals frei wird, entspricht vermutlich einer Supernova. Oho. Dieses System ist zwar abgelegen, aber in der Kolonie, wo wir festgehalten wurden, leben knapp über 300.000 Batterianer. Die Explosion würde sie ohne Zweifel ausnahmslos töten. Wie wurden sie verhaftet? Wir haben Raumschiffteile von Omega eingeschmuggelt, Triebwerke, Lenksysteme, einen E-Zero-Kern vom Zubehörmarkt. Den Batterianern kam das verdächtig vor. Vor einigen Tagen unternahm ich mit ein paar Männern einen Spähflug. Und die Batterianer haben sich auf uns gestürzt. Unsere tatsächliche Basis haben sie nie gefunden. Na, ein Glück. Sonst wäre es wesentlich blutiger ausgefallen, glaube ich. Ich verstehe immer noch nicht, wie Sie von dieser angeblichen Invasion erfahren haben. Der Beweis stammt von dem Reaper-Artefakt, das wir bei den Asteroiden in der Nähe des Portals gefunden und Objekt Ro genannt haben. Wenn wir zurück in der Arcturus-Station sind, erkläre ich alles und gebe Ihnen Kopien von all unseren Notizen über das Artefakt. Was macht ein Reaper-Artefakt auf einem Asteroiden? Wir wissen es nicht. Sein Zweck ist uns unbekannt. Manches ist einfach zu alt oder zu groß, um es zu begreifen. Selbst ein Reaper, der seit Jahrtausenden tot ist, enthält noch Energie. Ihre Artefakte müssen studiert werden, ungeachtet ihres Zwecks. Das ist viel zu riskant. Weshalb genau stellt das Reaper-Artefakt einen Beweis für eine bevorstehende Invasion dar? Es hat mir Visionen von der Ankunft der Reaper gezeigt. Ungefähr so wie ihr proteanischer Sender, vermute ich. Die Reaper kommen, Commander. Da bin ich mir ganz sicher. Indoktrination, ganz klar, ihr werdet alle. Wenn Sie in der Nähe eines Reaper-Artefakts arbeiten, wieso wurden Sie dann nicht indoktriniert? Wir waren extrem vorsichtig. Wir wissen, womit wir es zu tun haben. Das glaube ich nicht. Wir reden hier nicht mit einem Kind, Shepard. Ich habe gesehen, was die Sovereign auf der Citadel angerichtet hat. Glauben Sie mir, ich weiß, was auf dem Spiel steht. Wie könnt ihr so viel über den Reaper wissen, wenn es bis jetzt nur einen lebendigen gab? Wenn Sie deshalb bereit waren, ein ganzes System zu vernichten, will ich Ihren Beweis sehen. Dagegen kann ich wohl nichts sagen. Geben Sie mir einen Moment. Kenson an Projektbasis. Schön, Ihre Stimme zu hören, Doktor. Kommen Sie nach Hause? Positiv. Und ich bringe Commander Shepard mit. Shepard? Wirklich? Machen Sie das Labor sauber. Der Commander will sich das Artefakt ansehen. Gut. Alles klar. Lehnen Sie sich zurück. Wir sind bald da. Ganze Kolonie zerstören. 300.000 Batterianer. Ob man damit leben kann. Um die Galaxie zu retten, ein kleiner Preis für den Großen. Ich weiß ja nicht. Das müssen wir mal... Ne? Das ist wieder so eine schwere Frage. Ja, das ist also der Asteroid. Der ist nicht gerade klein, muss ich ja sagen. Ja, und die Basis ist auch da. Da sind wir. Willkommen in der Projektbasis. Was ist das? Das ist unser Countdown bis zur Ankunft. Wenn er auf Null steht, sind die Reaper da. Nur noch knapp über 2 Tage. Ganz neue Perspektive, was? Okay. Für richtig, Zeit läuft uns davon. Woher wissen Sie, dass der Countdown stimmt? Es ist einfach so. Das Artefakt sendet in bestimmten Abständen Impulse aus, seit wir es gefunden haben. Die Intervalle sind kontinuierlich kürzer geworden. Das Artefakt reagiert auf die Entfernung der Reaper. In etwas mehr als 48 Stunden haben wir einen Dauerimpuls. Und die Reaper sind da. Ach du meine Güte, ach du Scheiße. Soll das heißen, die Reaper könnten in 2 Tagen die Erde erreichen?
Dann haben wir keine Zeit zu verlieren. Dann zeige ich Ihnen jetzt den Beweis. Diese Tür führt aus dem Hangar. Das Artefakt befindet sich in unserem Zentrallabor. Ach du meine Güte. So schnell kommen die Reaper hier schon. Eieiei. Oh, ein paar Energiezellen. Sieht nicht gut aus, wenn es hier sowas rumliegt. Einfach so. Da haben wir noch ein bisschen Palladium. Nehmen wir auch gern mit. Da können wir nochmal unsere Waffen ein bisschen richten. Ah, Fachunterlagen. Klauen wir erstmal wieder hier ein bisschen, ne? Das stört ja eh keinen. Ja, ich würde gerne mal wieder das Gewehr wechseln. Nehmen wir mal wieder das Gewehr hier. Das ist ganz cool gewesen, ne? Schrotflinte lassen wir mal so. Präzisionsgewehr lassen wir auch so. Carnifex für mich auch. Den Flammenwerfer tauschen wir gegen den Singularitätsprojektor mal wieder. Den hatten wir auch schon ewig nicht mehr. Oder beziehungsweise nie richtig eingesetzt. Ich hatte ja noch nicht die Zeit dazu, weil ich immer unter Dauerbeschuss lag. Gehen Sie durch die linke Tür am Ende dieses Ganges. Hallo. Ja, gehen Sie vor. Zugang für diesen Raum derzeit nicht. Egal. Was ist erforderlich, um das Projekt wieder in Gang zu setzen? Alles war vorbereitet, als wir verhaftet wurden. Es ging nicht um können wir, sondern um sollten wir. Ja, die schwere Frage. Wie sehen die Alternativen aus? Die Reaper werden dieses System in jedem Fall erreichen. Aber das Alpha-Portal ist ihre Abkürzung zum Rest der Galaxie. Wenn sie die Reaper auf Distanz halten wollen, muss das Portal zerstört werden. Okay. Ich glaube, da bleibt uns wohl nichts anderes über. Oder? Wie seht ihr das? Hinter dieser Tür verbirgt es sich also. Das große Reaper-Artefakt. Wir müssen das Projekt wieder zum Laufen bringen. Es ist vermutlich unsere einzige Chance. Sekunde, ich öffne die Tür. Ach du meine Güte. Ach du meine Güte. Sicher? Commander Shepard, das ist Objekt Rho. Das ist doch nicht mal abgesichert. Sie lassen das Reaper-Artefakt einfach so rumstehen? Ganz offen? Als wir es fanden, hat es mir eine Vision von der Ankunft der Reaper gezeigt. Ach du Scheiße. Kenson, das ist nicht gut. Warten Sie kurz, Shepard. Es wird Ihnen den Beweis geben, den Sie brauchen. Oh fuck. Oh fuck. Ich kann nicht zulassen, dass Sie das Projekt in Gang setzen. Nicht zulassen, dass Sie die Ankunft verhindern. Das war so klar. Reaper-Technologie. War so klar, dass das passiert. Macht ihn fertig. Shepard kann nicht schießen, wenn wir nicht schießen. So, das ist jetzt auch ein bisschen verzwickt hier, weil egal was wir machen, wir müssen durchhalten. Es kommen immer mehr Gegner. Bremst. Au. Da musst du mal kurz weggucken, schon kriegt man Schaden. Das ist so, boah, das Deckungssystem manchmal. So, der nächste ist weg. Putz. War so klar, dass es uns aus der Deckung raushaut. Das ist so hardcore teilweise. Ich brauche bessere Deckung. Ich brauche hier irgendwie... soll ich nur hin? Das ist jetzt total suboptimal alles. Machen Sie es nicht noch schwieriger, Shepard. Leisten Sie keinen Widerstand. Oh mein Gott, das redet mit mir. Geben Sie auf, dann werden Sie verschont. Niemals, ich höre nicht auf die Reaper. Alles nur Lügen. Na super, Flammenwerfer hat mir ja gerade noch gefehlt.
So, der Blendgranate sind wir diesmal. Boah, bleib in Deckung, Shepard, verdammt nochmal. Wie oft soll ich denn noch sagen? Puh, das war knapp. Da kommt schon wieder eine Blendgranate. Bitte, weg ist es. Es sind zu wenige für einen Schuss. Sehe ich jetzt so zumindest. Okay, dann brauchen wir doch wieder Sturmgewehr. Der versucht uns zu umgehen. Die Sau. Bleib in Deckung, Shepard. Wie oft denn noch, bitte? Niemals! Die Galaxie ist in Sicht. Ihre letzten Tage sind angebrochen. Butzel. Putz! Geht doch. Diese verdammten Blendgranaten, ne? Das ist eine der nervigsten Sachen, was sie jemals in das Spiel hätten einfügen können. Sie sind nicht besonders effektiv und sie sind nur besonders nervig. In Deckung bleiben! Nein! Nur wegen dieser blöden Blendgranate eben gerade schon wieder, ey. Ah, fuck. Was ist das? Hätte übrigens Archiv mitgegeben, wenn wir es bis zum Schluss durchgehalten hätten. Aber wir wären auf jeden Fall so geendet. Wollte ich nur schon so sagen. Sie ist total kontrolliert. Was? Sie steht komplett unter der Kontrolle der Reaper. Oh mein Gott. Du Scheiße. Ladebildschirm. Schneller. Oh, so wie lange dauern muss, ne? Als würde Shepard gerade eben aufwachen. Könnte aber auch nur eine Systemstörung sein. Was, ne? Oh, mein Kopf. Keine Störung. Das Beruhigungsmittel wirkt nicht. Wache! Besser lauft. Besser sollte laufen. So. Ach, verdammt. Denkst du, ich krieg dich da nicht, ja? Naja, okay, ob wir sie dann nächstes Mal kriegen oder so, das seht ihr dann beim nächsten Mal. Danke fürs Einschalten wieder. Wir sehen uns. Tschüss.